Hallöchen, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es vielleicht gerade gehört, hier gackert jemand schon so ein klein wenig, denn heute ist meine Kleinste mit am Start und sie interessiert sich gerade total dafür, wie ich Videos schneide, wie sowas entsteht. Und deshalb dachte ich, kommt, heute nehme ich sie einfach mal mit ins Boot. Du darfst dann ruhig mal Hallo sagen, gell? Hallo. Freust du dich, dass du dabei bist? Ja. Ich finde es einfach total süß, gell? Also, Morgenroutine haben wir für euch abgedreht. Ihr seht es da hinten auf der Uhr, ich bin um 7:45 wach geworden. Ja, es sind endlich Sommerferien und ich liebe es einfach, aufzustehen, ohne dass der Wecker geklingelt hat, sondern einfach aufstehen, wenn man wach ist. Genau. Ja, und dann gehe ich immer erstmal auf Toilette. Ist immer das Gleiche eigentlich morgens. Und dann reiße ich erstmal die Fenster auf und... Was willst du sagen? Mimi läuft da hinten wieder an der Fensterbank rum. Ja, die Mimi ist immer am Fenster. Und nein, keine Panik, wir haben da so ein großes Fliegengitter dran. Sie kann da nicht raus, aber an dem Tag war die Müllabfuhr da und deshalb war sie dann ganz gespannt, als ich das Fenster aufgemacht habe, damit sie halt was zum Gucken hatte, ne? Und du? Du hast noch geschlafen, als ich angefangen hatte zu drehen, gell? Du hast länger geschlafen als ich. Und auf jeden Fall bin ich erstmal zur wichtigsten Tat des Tages übergegangen. Natürlich erstmal Kaffee trinken, ist ja sehr, sehr wichtig, ne? Genau, da seht ihr, dass die Mimi, die will morgens immer schmusen. Ja. Wahrscheinlich will sie gut Wetter machen, ne? Weil wenn man die einmal morgens hochhebt, dann fängt sie direkt an zu schnurren. Ja, ich denke, die will gut Wetter machen, ne? Weil sie weiß, sie kriegt Futter. Ich bin wieder. Da ist sie wieder, ja, die Mimi, ne? Wie unser Maxchen. Aber der Max hatte übrigens noch geschlafen. Der lag bei unserem Sohn im Bett. Und ihr wisst ja, Max ist Langschläfer, solange jemand dabei liegt. Deshalb seht ihr den Max tatsächlich erst ein bisschen später. Naja, während der Kaffee durchläuft, nehme ich dann mal meine Medikamente, fütter die Mimi schon mal. Und dann gehe ich eigentlich direkt über zur Spülmaschine. Irgendwie passiert ja gerade noch nichts, sollte jetzt aber jeden Moment kommen. Da geht's los, genau. Das mache ich eigentlich immer so, während der Kaffee durchläuft. Dann ist das erste schon mal erledigt. Ist ja so ein bisschen meine Hassaufgabe, die Spülmaschine. Und ja, dann ist es weg. Magst du was sagen? Mm-mm. Nee, im Moment nicht? Wenn du was sagen willst, sprich einfach dann dazwischen, gell? Ja. Darfst ruhig auch mal das Wort nehmen hier. Ja. sie findet das jetzt irgendwie ganz lustig, weil normalerweise, wenn ich Videos bespreche, passt unser Papa auf die Kleine auf, aber der ist im Moment ziemlich viel unterwegs und da dachte ich heute, komm, dass ich ein bisschen was geschafft bekomme, führe ich sie einfach ein bisschen in die YouTube-Welt ein, was natürlich jetzt nicht heißen soll, gell, dass man sie hier sieht oder so, aber halt so im Hintergrund, ja, findet sie ganz spannend, ne? Immer noch ganz viele Schmetterlinge am Fenster. Ja, das sind übrigens Diamond Painting Schmetterlinge, die hat mir meine beste Freundin geschenkt, richtig, richtig schön. Naja, ihr seht, ich habe da meinen Kaffee wie eigentlich jeden Morgen draußen auf Terrasse getrunken, wenn Wetter ist und habe mir dann erstmal die Kommentare durchgelesen. Ist euch vielleicht aufgefallen, ich herze eigentlich immer am Morgen. Genau, so mein Kaffee-Ritual. Naja, auf jeden Fall war ich dann schon im Badezimmer, habe mir schnell was angezogen und mich fertig gemacht, einmal Haare kämmen, was man halt einfach so macht morgens im Bad. Und während ich da im Bad war, bist du dann aufgewacht, ne? Und sie schleicht dann immer so ganz heimlich durchs Haus und macht sich eigentlich so gut wie gar nicht bemerkbar, ne? So, auf jeden Fall habe ich mir dann auch jetzt noch wieder eine Serie angemacht. Ihr wisst, Jasmin ohne Geduddels ist nicht Jasmin. Irgendwas muss immer nebenbei laufen und da war es jetzt wieder die Serie Orange is the New Black. Hat mich immer noch nicht so wirklich gecatcht, obwohl ich mittlerweile bei Staffel 4 bin. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich mag im Moment oder kann mich nicht mit neuen Serien gerade anfreunden. Naja, einmal Zähne geputzt, Mundwasser benutzen, während ich das mache. Benutze ich dann auch immer gleich noch die Waschcreme und wasche das Gesicht. Sieht immer ganz witzig aus, wenn es so eingeschäumt ist. Mehr gibt es, glaube ich, gerade nicht zu sagen. Das ist ja eigentlich so das Video selbsterklärend, ne? Die Kleine sitzt nur hier, hat genickt und gelacht, gell?
Siehst du mal, was da so morgens alles im Bad abgeht, ne, wenn du noch schläfst. Genau, ich habe noch solche Kapseln benutzt. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie sie heißen. Die machen das Gesicht so unglaublich geschmeidig. Dann wird eingecremt. Da habe ich jetzt auch so eine extra Sommersonnencreme mit Lichtschutzfaktor. Und ja, dann geht schon los mit Schminken. Und hey, ich habe euch ja gesagt, ich gebe euch Feedback zu dem Asam Beauty Make-up, genau so hieß es. Ist keine beauftragte Werbung. Ihr habt es gesehen, ich habe mir das selbst gekauft, weil ich es unbedingt testen wollte. Und ich muss schon sagen, ich kann den Hype eigentlich schon ganz gut verstehen. Ja, es ist zwar teurer, aber tatsächlich, es passt sich im Hautton an und ja, lässt sich richtig gut auftragen. Es hält den ganzen Tag, sogar wenn ich schwitze. Und ich schwitze immer als erstes im Gesicht. Also ich bin tatsächlich sehr begeistert. Mein Gesicht fühlt sich dann auch immer so weich an, so richtig gepflegt, wenn ich das drauf habe. Genau. Was ich da benutze? Ja. Das ist eine Wimpernzange, was du hier siehst. Da bringe ich die Wimpern so ein bisschen in Form, ne, dass sie so nach oben gucken für die Mascara dann. Ne? Dann kann man die besser auftragen. Ja, irgendwann benutzt du das vielleicht auch mal, ne? Naja. Ihr seht, ne, nach wie vor im normalen Alltag, Make-up, Augenbrauenstift und Mascara, mehr benutze ich nicht. So, und weil ja die Kleine dann wach war, habe ich dann erstmal da noch alle Rollläden hoch, Fenster auf. Die mache ich, werdet ihr dann aber noch sehen, im Laufe des Vormittags alle dann wieder zu. Da sind ganz viele Traumfänger an der Wand. Da sind viele Traumfänger, ja. Irgendwie haben wir da so eine heimliche Liebe dazu, gell? Drei oder vier Stück. Ja, du hast ein Zimmer, hast du auch noch Traumfänger, ne? Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich dann für unseren kleinen Wirbelwind Frühstück gemacht. Der Rest hatte übrigens da immer noch geschlafen. Und ich glaube, es war schon, oh, ich weiß es gar nicht, 9:30, viertel vor 10 war es da bestimmt schon. Ja, aber das ist halt das, was ich so mag an den Sommerferien. Viele Eltern haben da immer Panik. Oh mein Gott, 6 Wochen Ferien. Und ich liebe das einfach so. Keine Ahnung, nicht, dass man jetzt in den Tag hineinleben würde, aber ich finde es einfach mega entspannt, dass kein Wecker klingelt, dass man ins Bett kann, wann man will, ne, weil man ja morgens nicht aufstehen muss, dass man einfach isst oder kocht, nicht dann, wenn das Kind von der Schule kommt, sondern einfach kocht, wenn man Hunger hat. Ja, so, und jetzt hatte ich mir da ein Stück Banane stibitzt. Ich frühstücke nach wie vor nicht morgens, aber was ich mache, damit die Kleine nicht alleine frühstücken muss, ich setze mich dann zu ihr. Warum machst du nochmal einen Kaffee gemacht? Ich trinke morgens immer 2 Kaffee. Immer. Da ist der Max, ja. Immer wenn ich aus dem Bad komme, gibt es Kaffee Nummer 2. Und immer wenn du draußen bist, kommt Max mit. Ja, ja, Max ist immer am Start, das ist ganz klar, ne? Ohne Max geht hier gar nichts, gell? Ja, das hat er jetzt gehört, jetzt kommt er auch. Eieiei, und da guckt mal, die Kleine war dann im Badezimmer, hat sich fertig gemacht und ich habe so ein bisschen Grundordnung geschafft. Da ist Mimi auf der Decke, genau. Die braune da. Genau, das kleine braune Etwas ist die Mimi und die hat sich da so eingekuschelt und deshalb habe ich die Decke nicht zusammengefaltet. Ja, ist schon süß, gell? Naja, ach, da sieht man es ja, da war es schon 9:45. Ist immer ganz praktisch, wenn man die Uhr mitfilmt, ne? Und ja, ich habe dann nochmal die Bettwäsche zusammengefaltet, die hat mir mein Mann am Abend vorher noch hochgeholt. Ja, aber so wirklich viel Haushalt habe ich an dem Tag nicht gemacht. Das kommt noch, seht ihr auch demnächst, da habe ich euch mal wieder ein bisschen beim Putzen mitgenommen. Ja, gehört halt auch irgendwo zum Mama-Alltag dazu, gell? Maxine, was machst du denn? So, jetzt haben wir Kind und Max hier mit am Start. Jetzt geht's rund hier, ne? Dann komm halt hoch. Zack, da ist er. Also, wenn ihr es gleich hört, das ist Maxchen. Naja, auf jeden Fall war ich am PC und habe noch das nächste Video für euch hochgeladen und schon fertig gemacht. Und das war es dann tatsächlich für diesen Vormittag. Na, also, wenn Schule ist, dann mache ich natürlich ein bisschen mehr. Weil ich einfach mehr Zeit habe, aber so möchte ich über Tag nicht ganz so viel machen, da lieber eine Nachtschicht. Ja, dann habe ich schon mal den Pool aufgemacht. Also ja, es heißt ein Pool, es ist ja eigentlich eher ein Planschbecken, ne? Das Schwarzwasser da drin ist, das ist ja Schwarzwasser, aber eigentlich pink, das soll ein Fisch sein. Stimmt, da schwimmt ein Fisch, ja, ja, bevor jemand denkt, da ist noch Dreck drin, da ist ein Fisch und ein Tauchtier, ne? War da auch noch drinnen, genau. Ja, habe ich ein bisschen sauber gemacht, obwohl da eine Plane drauf ist, schwimmt da auch öfters mal was. Und ja, dann haben wir das Lieblingsspiel von der Kleinen noch gespielt. Headbutts, gell, heißt's? Ja, aber in Zimmer bin ich.
Was sagst du? Ich bin immer, wer bin ich? Wer bin ich? Stimmt, ja, ist ja so ähnlich wie wer bin ich, nur ein bisschen anders, aber auch ja. Ganz cool. An dem Tag habe ich gewonnen, gell? Okay. Oh, verzeiht. Oh je, jetzt aber. Wir haben uns geschworen, wir werden keinen Schnitt hier reinmachen in unser Geplapper. Ja. Deshalb, ja, tut mir leid. Das war jetzt natürlich nicht so geplant mit dem Lisa hier. Aber ich weiß, meine Fräuleinchens haben dafür selbstverständlich Verständnis, gell? Ja. Oh mein Gott, hey. Dann war ich nochmal kurz am PC, aber dieses Mal nicht, um zu arbeiten. Ich habe uns Ausmalbilder noch ausgedruckt. Und während ich es ausgedruckt habe ich noch Stifte gesucht. Dann stimmt. Dann bin ich extra hochgegangen, um die Stifte zu holen, aber die waren nicht mal oben. Ach so, wo waren sie, die Stifte? Unten im Schrank. Ah, da kannst du oben lange suchen, ne? Ja. Guck mal, Mäxchen hat sich da auf der Sonnenliege bequem gemacht gehabt. Ja. Naja, also ihr habt es gehört, die Kleine hat die Stifte gesucht, während ich ausgedruckt habe. Und dann haben wir gemalt. Keine Ahnung, warum ich das da oben schwarz gemalt habe. Ah ja. Das sollte eigentlich eine Regenbogenkatze werden. Ja, das sieht man auch am Ende. Wir haben es ja noch gezeigt, gell? Ja. Was hattest du? Du hattest eine Katze und? Das Einhorn. Ein Einhorn, stimmt. Und ich hatte die Fee, ne? Da sieht man das Einhorn ein bisschen. Ja, ja, das sieht man auch gleich. Ich habe das nochmal, guck, da habe ich es mit reingeschnitten, ne? Ja. Voll süß, gell? Ja. Ja, und da ist jetzt tatsächlich schon unsere Morgenroutine zu Ende gewesen. Jetzt geht's für mich an den Haushalt und ja, wie gesagt, das seht ihr dann einfach beim nächsten Mal. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat unser Video gefallen und wir zwei hier, wir würden uns über ein Däumchen nach oben freuen und über einen ganz lieben Kommentar. Und wir sagen, bis ganz bald. Yeah.